Das wird so heftig, ne? Das wird so dermaßen heftig. Digga, das wird so krass. Das wird so heftig. Wenn das passiert, ne? Wenn das wirklich passiert, Freunde. Oh mein Gott, Alter. Der Gedanke alleine schon ist komplett crazy. Wenn das passiert, es spricht so viel dafür, dass das passiert, ne? Ey, es spricht so viel dafür einfach, dass das passiert. Wenn das nicht passiert, was ich hier gerade euch sagen werde, dann bin ich wirklich am... Ihr wisst schon was. Ohne Witz. Alter. Das ist so heftig. Wir fangen direkt jetzt mit dem Video an. Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Oder soll ich einfach nur sagen, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi? Mein Name ist Melek und falls ihr natürlich den Kanal da draußen nicht abonniert habt, dann lasst doch natürlich sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Freunde, ich habe sehr, 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 sehr viel recherchiert und einige Kommentare auch von euch gelesen und mit dieser Expertise zusammen habe ich wirklich etwas ganz Heftiges an einer Theorie für mich herausgefunden. Und das alles, was ich sage, noch einmal, ist subjektiv. Es sind beschichtete Quellen, die ich mir als Datengrundlage logischerweise wie immer nehme, um das natürlich logischerweise mit euch zu teilen. Sehr viele von euch, ich habe es ja bereits in den ein oder anderen Videos schon gelesen, sind auch der gleichen Meinung wie ich. Und es ist bereits jetzt, glaube ich, ganz gut, wenn ich dazu was sage. Es gibt bei YouTube wirklich keinen, der das so sagt oder sagen wird, wie ich es jetzt in einem Video sage. Ich bin der Einzige auf diesem ganzen Planeten, der das so in einem Video darstellen wird, wie ich es jetzt darstellen werde. Es gibt immer welche, die etwas dazu sagen wie, ja, das Game, wir müssen ja noch warten auf irgendwelche Informationen. Die anderen sagen auch, ah, wir müssen ja auf irgendwie euch Informationen warten. Auch auf der einen Showcase könnte es gezeigt werden. Sowas wie Comic-Con oder was weiß ich was. Da werdet ihr kein Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi erleben. Und ihr werdet auch wissen, warum es nicht passieren wird und warum das jetzt im Nachfolgenden, was ich euch sagen werde, sehr, sehr viel Sinn ergibt. Ich bin kein perfekter Mensch. Ich kann natürlich logischerweise auch sehr viele Fehler machen. Ihr da draußen logischerweise auch. Aber liebe Freunde, es wird sowas von geisteskrank. Es ist krank. Es ist absolut krank. Sagt, was ihr wollt. Hier hört der Spaß für mich einfach auf, weil ich durchdrehe, weil es so geil ist. Das ist geisteskrank. Glaubt es mir. Und jetzt fangen wir direkt an. Für die Leute, die erst jetzt eingeschaltet haben, neu zu diesem Kanal einfach gefunden haben, so begann es, als das Game vorgestellt wurde. Alle waren extrem krass gehypt. Es war einfach krank und das war wirklich gestört. Es war wirklich gestört. Und das meine ich natürlich im positiven Sinne. Dragon Ball Tenkaichi game?
I literally cannot. Nothing could have prepared me for that. No, bringing this shit back is crazy. No way! Explain to me how you think you can just do that! Who the f said you could do that? Bro! Die Frage, die sich hier logischerweise auch stellt, ist, was will eigentlich Bandai Namco uns damit sagen? Wir haben noch einmal einfach nur diesen Trailer. Mehr haben wir einfach nicht bei diesem Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi bislang bekommen. Und ihr wisst ja auch, dass so viele Showcases jetzt schon waren, da will ich mich gar nicht wiederholen, deswegen skippen wir den Teil logischerweise. Dazu habe ich bereits sehr, sehr viele Videos schon gemacht. Und wir haben nur diesen Trailer. Was macht man logischerweise mit diesem Trailer? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wir schauen darauf, was hat dieser Trailer uns eigentlich zu zeigen? Wo wurde der veröffentlicht? Und der wurde veröffentlicht in Las Vegas bei einem Dragon Ball Z Fighter Z oder Dragon Ball Fighter Z Tournament und wurde dann anschließend dort gezeigt. Und ihr wisst das ja auch, dass das Spiel ja übelst krass direkt gehypt wurde, weil die Leute wussten, das wird geisteskrank, was da gezeigt werden wird. Und die Leute spielen ja auch im Moment Dragon Ball Z Fighter Z. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch beobachtet habt, dass eben auch Dragon Ball Z Fighter Z oder Dragon Ball Fighter Z 2008 eben auf den Markt gekommen ist, wenn ich mich recht entsinne, und auch so ein extrem heftiges Gameplay-Feature immer so gezeigt hat. Ihr wisst es auch, einfach die Charaktere, wie die aussahen, es sah einfach alles geisteskrank richtig gut aus und das wurde immer so fortgeführt. Und 2018 wurde das Game released, ich bitte euch, und da gab es immer wieder Turniere. Jetzt sind es mittlerweile schon 5 Jahre her, ungefähr, dass Dragon Ball Fighter Z eben ja auf dem Markt einfach ist und die Leute das immer und immer wieder spielen. Und es gibt ja auch jedes Jahr oder alle paar Monate und so irgendwelche Turniere zu dem Spiel und so. Das Game ist einfach angesagt. Und es ist einfach gestört, ist das. Das wisst ihr ja auch. Und Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi wurde noch einmal auf diesen Messen, auf diesen Veranstaltungen, auf diesen Tournaments vorgestellt, wo auch Dragon Ball Fighter Z dargestellt, gezeigt wird. Dragon Ball Fighter Z ist ein Kampfspiel, wo es wirklich um Kämpfen geht, wo es wirklich auf Skill ankommt. Und gleichzeitig haben wir hier auch eine Analogie zu Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Logischerweise. Warum? Weil Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 oder Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 oder Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi auch eine Art Kampfspiel gewesen ist. Klar gab es eine Story, aber es ist ein Unterschied zwischen Dragon Ball Z Kakarot und Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Das sind zwei verschiedene Spiele. Und es wird nicht so sein wie Dragon Ball Z Kakarot, weil Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 oder Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi soll einen gewissen Nachfolger ablegen. So ist zumindest diese Vermutung im Video, weil vieles sehr, sehr dafür spricht. Weil es halt eben ein krasses Tenkaichi halt einfach nun mal ist und ein heftiges Kampfspiel einfach ist. Ihr wisst es ganz genau, die Kampfmechanik, alles, was da so gezeigt und gemacht wird, ist komplett crazy. Dazu brauche ich wohl einfach nichts zu sagen. Das Game wird sicherlich wieder eine Story haben, keine Frage. Aber es wird höchstwahrscheinlich so ähnlich sein, noch einmal ähnlich sein. Vom Kampf her und so soll es vor allem Dragon Ball Fighter Z ergänzen oder einen guten Nachfolger darstellen, weil dieses Kampfsystem, dieses Kampfgameplay, was sie mit Dragon Ball Fighter Z geschaffen haben, ist gut gewesen, ist auch sehr erfolgreich gewesen, keine Frage. Die haben eine ganz große Community. Es spielen auch sehr, sehr viele Spieler, Spielerinnen Dragon Ball Fighter Z.
Das ist einfach außer Frage, um Gottes Willen, das will ich auch gar nicht kritisieren. Aber ihr wisst es auch, dass Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1, 2, der dritte Teil und der vierte Teil höchstwahrscheinlich auch ähnliche Kampfsysteme haben wird, mit verbesserter Grafik und verbessertem Gameplay logischerweise. Und das sehen wir auch an ganz vielen verschiedenen Quellen wieder. Ich möchte euch nochmal sagen, Dragon Ball Fighter Z selbst wurde in Las Vegas in irgendwelchen Tournaments und so immer wieder vorgestellt. Die haben dort diese Tournaments gemacht und es kommt auch immer wieder gut an. Die Leute sind da gerne und so, diese ganzen krassen Fighter. Und dort wurde auch Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi gezeigt. In keinem anderen Showcase kann es besser angeknüpft werden als ein Tenkaichi-Kampfspiel, als jetzt wirklich nochmal irgendwie analog, also sprich einfach nur irgendwie in Kombination mit Dragon Ball Fighter Z. Also dass irgendwie auf dem Tournament, vielleicht auf der Evo, das ist meine Vermutung, in Las Vegas wieder dieses Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi gezeigt werden wird. Es spricht sehr, 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 sehr viel dazu, weil das Line-Up, wir haben schon bereits eine Quelle gehabt, das habe ich euch bereits auch in dem einen oder anderen Video gezeigt gehabt, dass Dragon Ball Z Fighter Z Tournaments geben wird auf der Evo und es wird auch in Las Vegas passieren. Der erste Trailer zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi wurde auch bereits auch in Las Vegas gezeigt, in Nevada, und ähnlich wird das genauso sein in Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 oder Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, dass dort irgendwelche nachfolgenden Informationen droppen oder folgen können, weil dort die Messe an sich oder diese Veranstaltung an sich so mit krassen Gamer, Gamerinnen einfach ist, die diese Kampfspiele extrem feiern. Und die wollen logischerweise, auch wenn es 16 Jahre jetzt gedauert hat, daran irgendwie anknüpfen, dass sie auch die Spieler, die sie von Dragon Ball Fighter Z haben, irgendwie mitnehmen, rüberziehen zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Das heißt nicht, und das ist ganz wichtig, dass ihr zuhört, dass Dragon Ball Z Fighter Z kein Spiel mehr ist, das nicht supported werden soll. Dass es vielleicht gar keinen Nachfolger geben könnte zu Dragon Ball Z Fighter Z, sondern dass Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 oder das Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi eben ein richtig krasser, heftiger Nachfolger zu Dragon Ball Fighter Z sein soll oder einfach nur einen Vergleich darstellen soll oder beziehungsweise eine Alternative darstellen soll für die Leute, die natürlich diese ganzen Kampfspiele mögen. Und es ist einfach wirklich krank. Es ist wirklich krank. In den Kommentaren, liebe Freunde, gibt es mittlerweile auch sehr, 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 sehr viele Menschen, die wirklich sagen, dass die Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 oder das Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi auf der Evo erwarten werden. Ich habe bereits dazu Forenbeiträge und so gezeigt, auch von einem Journalisten, der das auch irgendwie so ein bisschen schon leicht gedroppt oder gesagt hat, auch wie das Game heißen würde. Wir haben auch eine Art Trailer-Lineup auch dazu irgendwie gesehen, obwohl da auch jetzt noch nicht 100% bestätigt worden ist, ob das jetzt real ist oder nicht. Dennoch spricht einfach vieles dazu oder dafür. Und noch einmal vielleicht gesagt, es wird irgendwo höchstwahrscheinlich wieder bei irgendeiner Messe in Las Vegas oder so sein. Wenn es da nicht sein wird, dann wird es so sein, dass auf jeden Fall etwas mit Kampf irgendwie verbunden wird. Es wird irgendwie so sein, weil das Game ist einer der besten, für mich ist das beste Kampfsystem in Dragon Ball Z Fighter Z. Und ich bin natürlich auch auf eure Meinung logischerweise gespannt, was für euch das beste Dragon Ball Z Fighter Z an sich gewesen ist. Entschuldigung, das beste Dragon Ball Z Game Kampfspiel an sich für euch gewesen ist. Generell für so die ganzen Dragon Ball Z Teile und so. Das würde mich echt interessieren, weil ich finde wirklich, dass das Kampfsystem von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 war das beste Kampfsystem, was es jemals gegeben hat. Es war einfach unbeschreiblich gut. Ich kenne keine bessere Spielmechanik als das von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ich kenne es einfach nicht und das ist einfach, wenn man das noch aufpimpt und noch mehr Kombinationen macht und all sowas, es ist das heftigste Spiel, was es meiner Meinung nach einfach auch gibt. Das ist einfach so ein heftiges Kampfspiel. Ihr wisst es auch, ihr habt 100-mal schon das Game gesehen, ihr habt 100-mal das Gameplay schon gesehen und wer das nicht mag, dem kann ich einfach nicht helfen. Dem kann ich persönlich einfach nicht helfen. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das irgendwie so kombiniert werden wird. Es ist unmöglich, weil die zeigen das ja sogar auch auf ihren Webseiten teilweise, wie sie diese ganzen Tournaments feiern und so. Es ergibt einfach sehr viel Sinn und es ist auch einfach unwahrscheinlich, dass sie nichts weiter zu dem Spiel an sich zeigen würden. Irgendwie wird das so gedroppt werden. Und es wurde ja auch nicht einfach so gedroppt, wie viele eigentlich sagen. Der Trailer zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 oder Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, sprich das neue Spiel, das ist ja nicht einfach so gedroppt worden. Das war während der Messe oder während dieses Tournaments in Las Vegas, wo Dragon Ball Fighter Z und so auch
gezeigt wurde und so. Da wurde das in dem Kontext dargestellt. Das heißt, es ist eigentlich unlogisch, dass sie das einfach so aus dem Nichts irgendwie droppen, weil das passt nicht in den Kontext. Klar werden die irgendwann dann bestimmt mal die ein oder anderen Trailer irgendwie zeigen. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber um daran zu knüpfen, wird es wahrscheinlich so sein, weil die werden nicht einfach so irgendeinen Trailer so random irgendwie veröffentlichen oder so. Das machen die grundsätzlich nie, weil das, also auch wenn viele sagen, ja, das war ja unerwartet, Melek, das war ja unerwartet. Ja, kann sein, definitiv. Aber es wurde trotzdem auf diesem Tournament gezeigt. Es kam nicht einfach so vom Himmel herab runter und die Leute haben gesagt, oh cool, ein neues Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, ganz im Gegenteil. Das war ganz anders und es wird auch so höchstwahrscheinlich sein und es spricht einfach vieles dafür. Die müssen ja irgendwie auch die Massen mobilisieren. Es geht um Vermarktung, es geht um Gewinn. Es geht um das beste Dragon Ball Z-Spiel, was jemals auf den Markt kommen wird. Das denke ich wirklich immer noch, bis heute, bis dato. Ich denke das wirklich, dass das so passieren wird. Es geht um das beste Dragon Ball Z-Spiel, Kampfspiel, was jemals auf den Markt gekommen ist. Wenn die, also das wird es sein. Es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Und dann werden die logischerweise auch mit dem Spiel, werden die alles, ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich euch das sage. Die werden alles zerstören. Die werden alles abrasieren, was es gibt. Das ist so krank. Es spricht extrem vieles dafür. Es spricht sehr, sehr vieles dafür. In diesem Sinne bin ich natürlich auch auf eure Meinung gespannt. Wie findet ihr diese Theorie? Wie denkt ihr, wie das sein wird? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Noch einmal, auf einer Comic-Con hat so ein Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi nichts verloren. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Es ist unwahrscheinlich. Es ist so unwahrscheinlich. Aber ihr habt auch alle sicherlich eine Meinung. Wir sehen uns, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank, dass ihr wie immer bis hier natürlich eingeschaltet habt, logischerweise. Lasst wie immer natürlich ein Abo und Like da. Ich bin weg. Haut rein. Ich bin so gehypt. Ich bin so krass gehypt. Das glaubt ihr gar nicht. I'm making his dog, like I'm in a big lease. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10 too. Too much that I...